Für uns ist ja die Frage jetzt fachlich gesehen und was die Politik auch immer bewegt und was die Öffentlichkeit bewegt, ist ja immer die Frage, was ist zu tun, um Leben zu retten und Kinder zu schützen? Was ist zu tun, um die Freiheit zu wahren und nicht Familien zu schaden durch falsche Verdächtigung oder ein überzogenes, zerstörerisches Handeln bei Kindern und Eltern heraufzubeschwören? Also, was haben wir denn für Möglichkeiten? Mit der Keule drauf und doch lieber wegsehen, oder ist es dann dementsprechend, das ist eine Krux, in der die auch alle stecken. Jedes Mal, wenn ein dramatischer Fall kommt, dann wird nach mehr Kontrolle geschrien. Die Kontrolle bedeutet aber auch jedes Verfahren, und sei es ein Sachverständiger oder irgendein Wissenschaftler, der exploriert, insbesondere in psychiatrischen Bereichen oder im psychologischen Bereich, es bedeutet eine erhebliche Erhebungsbelastung, und zwar für die Person, die da gerade Untersuchungsgegenstand ist. Ja, ich sage absichtlich Untersuchungsgegenstand. Klingt so schön wissenschaftlich und sagt die Sache auch, wie sie ist. Denn auch Familiensachen sind aus meiner Sicht keine Sache und Kindersachen sind auch keine Kindersache. Ja, sondern das sind Menschen, das sind Systeme, sozial-menschliche Wesen und die leiden unter bestimmten Formen von Untersuchungen. Ich habe auch vorsichtshalber ein ganz